Ich habe vergessen, ein Intro zu drehen. Deswegen hier ganz kurz und knapp, man sieht schon am Titel, ich habe mein Zimmer ein bisschen renoviert, bisschen erneuert, ein bisschen aufgepeppt und das verbunden mit einem kleinen Frühjahrsputz, passend zum Frühling. Und ja, habe das festgehalten, weil ich solche Videos selbst super gern gucke und ich fand es geil, so ein Video mal selber zu machen. Deswegen viel Spaß. Okay, also morgen früh werden die Möbel abgeholt, einmal meine Kommode und mein Bett. Und es sieht momentan so aus. Ja, ich habe bis jetzt nur zwei Kisten gepackt. Das heißt, ich muss das jetzt irgendwie alles noch heute machen, damit es morgen früh bereit ist, für wenn es abgeholt wird. Da die Kommode ja über Nacht auf jeden Fall noch hier drin stehen wird, werden dann alle Sachen in Kisten den Platz hier in Anspruch nehmen und ich muss das Bett noch auseinanderbauen. Deswegen dachte ich mir gerade, Genius, ich mache erst das Bett, weil ich den Platz dann brauche. Anstrengend. Es wird so gut tun. Ich gehe auch die Schubladen unter meinem Bett durch. Wird mir so gut tun, weil diese Schubladen sind eigentlich ein Desaster seit über einem Jahr, seitdem ich hier eingezogen bin. Und ich habe mich aber nie daran getraut. Er hat gesagt, ich hatte einfach keinen Bock. Deswegen ist es jetzt mal an der Zeit. Ich packe gerade mein ganzes Bettzeug erstmal auf den Boden. Ich mache jetzt erstmal so ein grobes Ausmisten. Aber es geht jetzt hauptsächlich eigentlich nur darum, die Sachen frei zu machen. Los geht's mit dem Bett. Okay, also ich habe die beiden Schubladen ausgeräumt, Latten raus und alles weggepackt. Das Letzte, was jetzt noch fehlt, ist ja, das Bett auseinanderzubauen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ich habe keine Ahnung. Okay, Bett ist abgebaut. Matratzen liegen wieder. Jetzt geht's an die Kommode. Es ist hauptsächlich ausräumen. Ziehen wir jetzt noch durch und dann geht's ab ins Bett. Okay, all done. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es noch hinkriege. Kommode, alle Schubladen sind leer. So sieht es hier gerade aus. Aber ja, oh mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass ich es hinkriege. Und jetzt ist es 10 vor 11. Ich glaube, wirklich angefangen habe ich erst gegen 9, halb 10. Also war jetzt ganz entspannt. Ja, ich bin ready, diese Sachen loszulassen. Und nice. Hallöchen. Es ist ein paar Tage später. Mein Zimmer sieht momentan so aus. Ich war gerade eben bei IKEA. Und habe die Sachen fürs Regal, für den Schrank abgeholt und es ist jetzt an der Zeit, das aufzubauen. Und dafür muss ich erstmal da Platz schaffen. Und dann fangen wir mal an, das aufzubauen. Keine Sorge, ich werde ganz vorsichtig sein. Wir wollen nicht, dass sich das vom letzten Mal wiederholt. Wer es nicht gesehen hat, vor einem Jahr habe ich mich so ein bisschen verletzt, als ich den Schrank aufgebaut habe. Und es ist das gleiche Schranksystem und alles. Und diesmal verletze ich mich nicht. Ja, also, let's go. Sieht jetzt hier so aus. Bis auf die Sachen, die in den Schubladen sind, ist der komplette Schrank leer. Hier liegen die ganzen Anziehsachen. Genau, mein Plan ist, hier ist ja ein schmales und dann ein breites Regal, dass das auf die linke Seite kommt, denn jetzt kommen dazu nochmal zwei so breite. Das heißt, ich schiebe das schon mal nach da. Hier kommt die Kleiderstange weg, da kommt eine Schublade hin. Ich glaube, noch eine weitere Schublade. Hier verändert sich auch ein bisschen was.
es ist mittlerweile der nächste Tag. Ich habe, meine Kamera hatte keinen Akku mehr und ich habe auf die Schnelle in dem Chaos mein Aufladekabel für die Akkus nicht gefunden und auch nicht einen Ersatzakku. Deswegen konnte ich gestern dann doch gar nicht mehr so wirklich viel filmen. Ich habe versucht, ein bisschen mit meinem Handy so ein paar Timelapses zu machen, aber wie man gesehen hat, die waren jetzt, glaube ich, nicht so der Hit. Ich zeige mal kurz hier den Fortschritt. Schrank steht und ist schon halb eingeräumt. Genau. Hier ist halt noch eine Kleiderstange und das alles möchte ich noch aufhängen, aber mir fehlen noch Bügel. Die kommen, also heute ist Donnerstag, am Samstag sollen sie ankommen. Das heißt, Samstag werde ich das dann aufhängen können. Ich habe hier aber immer noch sehr viel anderes Zeug rumstehen. Sachen, die so hier rein sollen und vielleicht aufs Regal. Das mache ich jetzt. Versuche hier ein bisschen einfach generell Ordnung reinzubekommen und soweit irgendwie mir einen Überblick zu verschaffen, ob noch irgendwas fehlt, was wichtig ist, was ich noch brauche. Dann werde ich mich zusätzlich um meine Fensterbänke kümmern. Also hier stehen nämlich auch so random ungeordnet sehr viel Mist. Das heißt, das ist der nächste Schritt. Mein Bett ist heute angekommen. Deswegen geht es jetzt wirklich hauptsächlich darum, jetzt versuche ich erstmal hier ein bisschen das Chaos wegzumachen, so viel wie möglich einzuräumen. Und dann, wenn hier ein bisschen mehr Platz und Ordnung herrscht, würde ich das Bett aufbauen und dann bin ich im Großen und Ganzen wahrscheinlich auch schon fertig. Dann geht es nur noch so um die Kleinigkeiten. Genau, ich bin sehr happy. Ich finde, es sieht sehr gut aus. 5-mal geiler als erwartet. Genau. Also es sieht einerseits besser, aber andererseits auch schlimmer aus und ich bin ja ein bisschen am Verzweifeln. Ich habe gerade so diesen Punkt erreicht, wo es um so das wirkliche Ausmisten geht und so um den Kleinkram, was mega ätzend ist und wo man dann so richtig schnell so die Lust verliert, wo es nicht mehr so Spaß macht, sondern es ist so dieses Zwischending zwischen so Final Touches und die ersten Sachen. Es ist so dieses Zwischending. Ich weiß nicht. Kennt man, oder? Bin ich die Einzige? Dieses Zwischenstadium, wo es irgendwie keinen Spaß macht, aber andererseits ist es auch schon ein komplettes Mess. Aber irgendwie wird es nur schlimmer gefühlt. Ich weiß, irgendwann kommt der Moment, ab dann wird es richtig bombeschnell, richtig gut, aber es wird gerade irgendwie von Kiste zu Kiste einfach nur schlimmer und oh. Also so sieht es momentan aus. Ich habe hier erstmal alle Bücher, die ich jetzt so auf die Schnelle gefunden habe, hingepackt. Hier sind schon ein paar Bücher drin, DVDs. Dann sieht es momentan so aus hier. Und ich habe irgendwie letzte Nacht kaum gepennt. Ich bin schon den ganzen Tag komplett durch. Aber ich hatte halt tagsüber mega viel zu tun und konnte halt nicht nochmal pennen und konnte auch noch nicht so viel hier machen. Ich habe jetzt erst gegen Nachmittag, ich glaube 17 Uhr oder so, habe ich hier angefangen, ein bisschen was zu räumen. Zwischendurch jetzt, also ich habe jetzt gerade eine Pause gemacht, jetzt ist es auch schon fast 8. Ich überlege gerade, ob ich sozusagen soweit hier jetzt alles wieder so in Stapel packe, dass frei ist. Dass ich da heute Nacht pennen kann und dass ich dann in Ruhe morgen weitermache. Ich glaube, mit heute Bett aufbauen wird nichts. Fühle ich auch gerade nicht. Samstag möchte ich spätestens fertig sein. Samstag kommen auch meine Bügel an. Das heißt, dann kann ich das, was hier jetzt noch nicht aufgehängt werden kann, was ich jetzt noch nicht aufhängen konnte, kann ich dann aufhängen. Bei meinem Vater ist noch eine weitere Weinkiste frei geworden, die ich haben könnte. Da habe ich überlegt, ob ich vielleicht irgendwie da so Sachen reinmache, die nicht so clean aussehen, also so Kleinkrams, und das dann in eins von den
Regalbrettern packe. Ich glaube, das könnte auch ganz cool aussehen. Oh mein Gott! Ich bin gerade so raus. Ich kann gerade keine klaren Worte fassen. Okay, bis morgen. Oh Gott. Ich sehe Bombe aus. Ey, sogar ich habe so ein großes Glas gefunden. Ich fühle es ja richtig. Mein Aussehen kann man mal kurz ignorieren. Ich bin noch in meinen Sportklamotten. Ja. Weil ich erst duschen werde, wenn ich hier fertig geräumt habe, weil räumen kann auch ins Schwitzen bringen. Ich bin ganz ehrlich. Also, wie es momentan hier aussieht, das ist Müll, das ist Müll. Das müssen wir noch klären. Das ist Müll. Und hier sind noch Kisten. Ich werde jetzt versuchen, das irgendwie so zu organisieren, dass ich weiß, was ins Regal kommt, was nicht. Und soweit alles hier räume. Und dann hoffentlich geht's mal, sind wir dann so weit, dass es Zeit dafür ist, das Bett aufzubauen. Genau. Okay, ich habe soweit alles relativ weggeräumt. Es sind noch ein paar Sachen übrig. Aber ich habe auf jeden Fall gerade schon mal die Matratzen weggeräumt und alles. Und werde jetzt einmal hier richtig fett durchsaugen, damit ich dann das Bett aufbauen kann. Also, es geht jetzt wirklich um die letzten Schritte. Und ich freue mich schon zu sehen, wie es aussieht, wenn es komplett fertig ist. Hallöchen, es ist der nächste Tag. Ich habe es tatsächlich geschafft, gestern alles soweit fertig zu kriegen. Wie man sieht, hier schon im Hintergrund. Sachen, die oben auf mein Regal kommen. Mir fehlen noch welche von diesen Kisten. Und jetzt weiß ich, wie viele ich brauche. Und die hole ich dann im Laufe der nächsten Woche. Aber auf jeden Fall ist das schon mal da, wo es sein soll. Ich will heute gerne dieses Video jetzt beenden. Es gibt noch drei große Sachen. Was ist groß? Drei Sachen, die ich jetzt noch machen möchte. Ich kann einmal kurz einen kurzen Überblick geben, wie es jetzt gerade so aussieht. Nicht wundern. Dieses Plakat war sehr lange, sehr extrem eingerollt. Deswegen habe ich das schon gestern Abend hingelegt und mit Gewichten hingelegt. In der Hoffnung, dass es dann jetzt sich nicht mehr ganz so extrem wälzt. Denn das ist Nummer eins. Ich möchte dieses Plakat noch aufhängen bei meinem Bett. Dann sind meine Kleiderbügel angekommen. Das heißt, wir können uns finally um dieses Chaos hier kümmern. Und ich habe gerade noch von meinem Vater eine weitere Weinkiste bekommen und die kommen noch in mein Regal. Da ist mein kleinerer Spiegel, Schreibtisch normal. So, das Bett ist mega geil geworden. Da sind jetzt die Kleiderbügel drin. Und der Schrank sieht bis jetzt so aus. Das machen wir jetzt. Kleines Problem ist aufgetreten und ich habe es schon kommen sehen, aber ich hatte gehofft. Und zwar habe ich 50 Kleiderbügel bestellt und schon beim Kistenpacken, was ich alles da hinhängen möchte und sowas noch aufgehangen werden muss, ist mir aufgefallen, es wird vielleicht knapp mit 50, aber ich hatte noch so ein bisschen Hope. Ich war noch zuversichtlich und dachte mir so, ja, aber vielleicht passt es ja doch. Das heißt, ich konnte jetzt leider noch nicht alles aufhängen. Ich habe es jetzt erstmal weggeräumt. Muss dann nochmal neue Kleiderbügel bestellen. Leider. Aber ja, ich habe noch hier so kleine Kistchen, wo so verschiedenste Sachen drin sind, wie Tücher, Gürtel und so. Das ist immer ganz cool, weil das so gevierteilt ist.
Ich habe auch einen so einen für meine Sonnenbrillen. Und dadurch, dass ich hier eher so Tops hängen habe, ist hier unten sozusagen noch ein bisschen Platz. Und ich wollte mal gucken, ob die da gut aussehen, weil ich sonst keinen Platz für die habe. Falls man versteht, was ich meine. Also es ist ja eher sozusagen, hier ist noch sozusagen von der Höhe her noch viel Platz. Okay, also es ist okay. Ich guck mal. Sieht so aus. Ich habe noch eins. Das generell so geteilt. Da packe ich immer meine aktuelle Maske rein, meine Handcreme, mein Desinfektionsmittel, mein Portemonnaie, so alles, was ich so von Tasche zu Tasche immer brauche, packe ich da rein und so meine so kleinen Kram, den man so immer mal wieder braucht. Es fehlt jetzt noch und ich überlege gerade, ob ich das unter bei meinen Jacken jetzt hier einfach so reinpacke. Okay, Moment. Ich pack die Kiste mit den Sonnenbrillen, dann links daneben, dann habe ich da zwei, dann sieht das nicht komplett leer aus und dann habe ich hier unten auch ein bisschen mehr Platz und kann auch die zwei hinstellen, ohne dass es irgendwie zu voll aussieht. Ja, das sieht besser aus. Dann sind die zwei da und da stören sie nicht und die Jacken sind auch eher so ein bisschen kürzer und dann hier unten. Dann ist es nicht zu gedrängt da. Als nächstes würde ich jetzt die Weinkiste einpacken. Also bepacken, sage ich jetzt mal, mit den Sachen, die ich da reinmachen möchte. So, ich habe jetzt bis auf das Poster alles gemacht. Die Kiste ist voll. Ich habe tatsächlich gerade noch ein paar Hüte und Cappies gefunden, für die ich noch keinen Ort habe. Und ich hatte nämlich früher meine Taschen an meinem Kleiderschrank hängen, an so kleinen Haken. Und ich dachte mir, das ist eigentlich voll der gute Ort, um vielleicht meine paar Hüte und so aufzuhängen. Ich habe hier schon die Haken hängen und ich werde mal gucken, ob das okay aussieht, wenn ich die da festmache. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt. Man sieht sie aus den meisten Winkeln sowieso nicht, aber... Also die Cappies hängen da gut, aber... Die Hüte, vielleicht finde ich einen anderen Ort noch für die und packe die woanders hin. Jetzt erstmal lasse ich sie da. Da stören sie nicht. Und ja, jetzt geht es auch schon dazu, das Poster aufzuhängen. Und dann sind wir für heute fertig und fürs Erste generell. Yes! Sieht es gerade aus? Okay, also irgendwie ist das immer noch komplett eingerollt. Ich glaube, ich muss das einige Tage wirklich komplett mit extrem vielen Gewichten liegen lassen, damit sich's so ausrollt, damit sich's glättet. Und ich habe gerade echt nicht den Nerv dafür. Das heißt, mal sehen. Vielleicht mache ich das früher oder später, aber ich habe gerade wirklich keinen Bock dazu. Alter, dann würde ich sagen, sind wir soweit fertig mit meinem Room Makeover. Krass. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Okay.